Hallo, ich bin Andrea Knerber und ich bin die zuständige Einkäuferin für die Wald- und Abendmode bei PQ Kloppenburg. Heute befinden wir uns hier in den imperialen Räumlichkeiten der Wiener. Die Vorbereitungen für den Wiener Hochburg-Silvesterball laufen inzwischen auf Hochtouren. Der Hochburg-Silvesterball ist ein Traditions- und Nobelball, der als erster Ball in der Saison die Ballsaison in der Wiener Hochburg einläutet. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, was ziehe ich an? Zu einem Wiener Traditionsball gehören bestimmte Kleidungsvorschriften. Die Dame trägt ein bodenlanges Abendkleid, der Herr trägt Smoking oder Frack. In unseren PQ Kloppenburg-Filialen auf der Marienfahrstraße und der Kärntner Straße finden Sie eine große Anzahl unterschiedlicher Abendkleider. Denken Sie nur dran, das Kleid muss bodenlang sein. In einer großen Abendrobe von Peek und Kloppenburg fühlt sich jede Dame wie eine Prinzessin in der Wiener Hofburg. Ich habe mich heute für diese Robe aus unserem Sortiment entschieden, einfach weil sie farblich schön zu mir passt, aber auch weil sie sehr bequem ist zum Walzer tanzen, aber auch zum Abschicken in der Disco. Das vornehmste Bekleidungsstück für den Herrn ist ein Frack. Es besteht aus dem weißen Hemd mit der Piquetbrust, der Piquetmasche und dem Piquet-Gilet. Darüber befindet sich das Frack-Oberteil mit seinen markanten Frack-Schößen und dem mit Spiegelrevers besetzten Kragen. Die Hose zeichnet sich aus durch die zwei seitlichen Glanzstreifen, den sogenannten Galons. Dazu trägt der Herr schwarze Kniestrümpfe und schwarze Lackschuhe. Am besten ohne Schnürung. Ein weiterer Anzug für Abendveranstaltungen und auch für Bälle ist der Smoking. Der Smoking zeichnet sich daraus aus, dass man auch ein weißes Hemd trägt, dazu eine schwarze Masche oder eine farbige Masche, dazu ein Kummerbund oder ein Gilet und darüber das Smoking-Sakko, was sich durch ein glänzendes Revers oder einen glänzenden Schalkragen auszeichnet. Die Hose hat einen Glanzstreifen auf der Seite und dazu trägt der Herr Lackschuhe, hier sind Schnürschuhe durchaus erlaubt. Mit einem schwarzen Anzug gehe ich ins Theater, gehe ich zu einer Hochzeit, gehe ich zu einem Konzert, aber ich gehe nicht damit auf einen Wiener Traditions- und Nobelball. Dieser Anzug entspricht nicht den Bekleidungsvorschriften und so würde ich nicht Einlass in die Wiener Hofburg bekommen. Des Weiteren gehört natürlich auch aufgezählt Jeans und sonstige Freizeitbekleidung. Es muss ein Frack oder ein Smoking sein. Auch der Cutaway, sogenannte Cut, ist kein Anzug für eine Abendgesellschaft. Man trägt ihn zu Hochzeiten, zum Pferderennen, zu allen gesellschaftlichen Anlässen vor 12 Uhr, also am Vormittag oder noch zum Mittag und am Abend nicht. Und damit ist er natürlich auch überhaupt keine Ballbekleidung. Sie finden bei uns im Sortiment viele schöne Kleider. Das kleine Schwarze ist perfekt für Dinnerpartys oder Business-Events, jedoch nicht für einen Traditionsball in der Wiener Hofburg. Dieses wunderschöne Kleid mit Stabpailletten ist für viele Anlässe geeignet. Jedoch ist es zu kurz für einen Ball. Bedenken Sie, das Kleid muss bodenlang sein. Dirndl sind in Österreich traditionelle Festgewänder. Sollten Sie sich allerdings für ein Dirndl entscheiden, muss dieses wiederum bodenlang sein. Auch wenn dieses Kleid mit seinem ausgestellten Rock schon einer kleinen Robe ähnelt, ist es nicht bodenlang und kommt somit für einen Ball nicht in Frage.